Charakter. Aber wir sind im Draft, meine Damen und Herren. Und wir sehen natürlich wieder den Smolder-Bann. Und wieder ist das völlig falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist gut. Jinx ist ebenfalls raus. Das heißt, ADC-Variation ist ein bisschen mehr gegeben. Entschuldigung, ist der Track in Ordnung für dich? Diese Playlist ist es nämlich gar nicht. Also die Playlist ist es nicht. Ist das Fluch der Karibik oder was? Das ist die Riot Creator Safe Playlist. Also die ist wirklich super, aber für Hype Draft ist es nicht. Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Na gut, geht auf meine Kappe. Trotzdem, First Pick wird es jetzt bei SK ein bisschen anders. Ui. Vertigo hat jetzt wie nur ordentlich mit Rumble eingeheizt. Jetzt pickt man den. Das Schöne ist, gegen Rumble ist tatsächlich Rex ja auch nicht so gut. Weil Sunfire Rush halt bad ist in den AP-Chat. Vertigo pickt jetzt einfach Gragas und zeigt ihm, wie das Matchup gespielt wird. Boah, das wäre... Glaubst du wirklich, dass da oben Skilldiff? Das ist schön. Bitte lock die ein. Talia bisher der geilste Midlane-Champion. Das ist true. Aber Power of Evil eben auf dem Maler musst du doch auch gefallen. Bane auch. Mega krass. Nee, der Maler hat mir zu lange gebraucht. Ja, okay. Talia ein bisschen früher, ein bisschen besser. Ja. Außerdem waren die Ults absolut sexy. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das gefällt mir. Die Musik ist auf jeden Fall, bringt mich in Weihnachtsstimmung. Das finde ich gut. Ich dachte auch gerade, ja. Es ist aber auch wirklich schwer mit euch. Können wir den nächsten Track bitte haben? Diesmal herbstlich. Wir haben April. Ja! Na gut. Macht sicher schwach. Ah, oh, das finde ich nicht geil. Ist Cassandra worth? Also Cassandra hasse ich und mag ich. Naja, du willst in dem Moment einfach noch nichts von deinem Draft preisgeben. Baum. Baum. Baum ist perfekt. Baum. Ein Problemchen, was du natürlich hast, wenn du Talia Maokai früh zeigst, ist, du lockst Toplane auf AD. Botlane sowieso, Mages sehen wir heute nicht. Aber du lockst deine Toplane auf dem AD-Champ. Das heißt, Gragas ist raus. Viel mehr AP-Top-Player gibt's eigentlich auch nicht, aber du Gragas auf jeden Fall raus. Ja. Das ist schön. Klingt ein bisschen nach, Ich habe richtig Bock, Vikings. Pike zu sehen. Das klingt nach Vikings. Ich will so einen Olaf jetzt sehen. Ich will euch doch, beide nicht mehr sehen. Das ist doch safe. Das ist doch 1:1 das Vikings-Syndrom. Nein, das ist nicht. Das oh, ist, true. Safe. Nein, das ist verboten. Dann wird der Kanal hier gebannt. Ja. Ey, wenn wir jetzt offline gehen, wäre schon sehr witzig. Dankeschön. So, können wir jetzt mal darüber reden, statt über den Song? Er ist voll drin. Ich habe richtig Bock, in den Holzschiff zu steigen. Der Real Rumble ist natürlich absolut geile Teamfighting-Kombo. Okay. Noch mehr AP? Muss eigentlich eine AD-Kaiser sein? Ja, safe. Aber das der hätte Ding trotzdem ist, AP, ne? Stilistisch gesehen wäre AP-Kaiser hier super, super geil, weil SK hat kranken Teamfight, aber super ja. Low-Range. Ja. Aber du musst hier AP-Kaiser gehen, außer... Es gibt eine Welt, in der das Maokai Support sein könnte, ist tatsächlich gut gegen Rell und würde AD Jungle ermöglichen. Aber Talia plus Kaiser ist eigentlich, also du kannst nicht Botlane und Midlane AP spielen, das geht eigentlich nicht. Und unter dem Stern kann ich die Kaiser nicht so ganz nachvollziehen. Sie ist natürlich geil mit Pyke, sie ist auch einer der wenigen AD Carries, die 1v1 gegen Zeri tatsächlich gewinnen können. Aber in einem Teamfight ist sein Impact gegen diese CC-Chain, gegen diese Bombo-Kombo, die du jetzt schon hast, super begrenzt. Ja, Pike-Bann kommt jetzt ebenfalls durch, das heißt, die Combo können wir vergessen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ahri-Bann auf der anderen Seite, damit Power of Evil ein bisschen entspannen kann. Welcher Midlaner wäre jetzt hier noch Bombe? Aurelion wäre ein Ding. Ist gegen Talia Maokai okay? Oh, da ist ja Xin-Zhao-Bann, den hast du aus dem letzten Game erwähnt. Der Pick-Bann-Phase. Ich glaube, es wird einfach wieder der Way werden. Man könnte ja auch für einen AD-Midlaner spielen, sowas wie Jace oder so, wäre auch ein Ding. Ich weiß nicht, ob Deeplex da Bock drauf hat. Es gibt ja auch noch, also Oldschool-Leute wissen, dass Deeplex tatsächlich Oldschool-Cho'Gath-OTP war. Cho'Gath? Ich will es ja nur mal gesagt haben. Aber why? Ja. Also, that's terrible, oder? Ja, Ultra. Ich wollte nur mal gesagt haben, dass er ein Cho'Gath-OTP ist. Na gut. Wenn wir hier schon über AD-Optionen reden, ne, dann müssen wir auch so werden. Aber tatsächlich muss man sagen, dass die meisten AD-Champs tatsächlich hinter dir mehr strugglen als in andere Control-Mages rein. Dieses die Steinchen da vorne sind schon sehr, sehr nervig. Jetzt kommt der Cassandra eben trotzdem durch und wird jetzt hier als Top-Player eingepickt. Wie gesagt, Eintracht-Spanner eigentlich immer Last-Pick-Support. Aber ich muss ehrlich sagen, das könnte tatsächlich in Richtung Maokai-Support deuten, weil warum solltest du jetzt sonst Cassandra picken? Also sie macht es immer, aber ja... Das Ding ist der Flex soll... Sie machen es immer und man muss natürlich sagen, klar, man könnte jetzt die Rell spezifisch auf Lane countern. Da gibt es aber gar nicht so viel. Und zumindest seit dem Poppy-Bann auch. Seit dem Poppy-Bann. Und Lilip hat natürlich auch Champs auf dem Kasten, die über dieses reine Support-Counter-Matchup hinausgehen. Ne? Sowas wie eine Nico haben wir gesehen. Er spielt Ashe, er spielt eigentlich alles, was auf Support legal ist. Wenn wir beim Thema Nico sind, haben wir eine Nico Midlane. Das ist übrigens Rebels OTP, sein Alter.
Rengar sein absolut Most Played Champion, Competitive, der einzige Spieler in EMEA aus meiner Sicht gewesen, der diesen Champion Worth gemacht hat. Und das ist Rengar in gut. Oh krass, also er zeigt die ganze Palette, alles finde ich geil. Amigos, not bad, ja. Wurde auch reingeloggt, geil. Also die Teamfight Snowborn auf jeden Fall dadurch natürlich extrem schnell für SK. Ja, SK spielt wirklich Bombo de la Combo. Und jetzt hier so eine Renata. Boah. Was ist mit... Okay. Also das ist einfach nur stumpf auf die. Aber das ist eine alte Combo, oder? Kaiser Alistar? Ja, ist auch stabil, ne? Du bist nicht one-shottable. Du kannst die Rail-Combo facetanken und rauskicken. Du kannst die Nico facetanken. Macht drafttechnisch eine Menge Sinn. Du hast jetzt sehr, sehr gute Frontline gegen eine Combo, die High Burst, Low DPS ist. Und das ist eigentlich nice. Ist es so witzig, weil das ist ein Draft von Eintracht Spanner, wo ich wieder sage, die haben einfach ein gut funktionierendes Team genommen. Aber als Bonus countern sie auch noch die Gegner-Combos aufs heute. Weil dieser Alistar, die wollen Reset spielen, die wollen damit erfolgreich sein. Es wird unglaublich schwer hier werden. Ja. Hier kriegst du keinen Tod, ja. Und Kaiser kann schon auch actually sehr geil retten. Bei Bedarf. Hat auch super fies die mit der Ult. Also zum Countern, meine ich. Ist echt geil. Also ich freue mich auf das Game, weil das ist jetzt mit Nico Vigo, ist es so ein bisschen der Switch. Aber es zeigt, finde ich auch, SK muss ein bisschen kreativer werden. Und Eintracht Spannung, finde ich, hat über die Drafts dieses Best of Fives, jeder Draft gefällt mir besser als der davor. Ja, hier sind sie aber auf jeden Fall in der Reaktiven. Ne? Also SK hat ganz klar die Zügel in der Hand. Und ich fand, in dem Game war es, in der Series war es bisher so, dass beide Teams versucht haben, das Game krass zu kontrollieren. Ja. Und das für Eintracht eigentlich auch immer sehr erfolgsbringend war. Ja, tatsächlich dieser Pike-Pick, den gebe ich dir eben, ja. Dadurch hatten sie nochmal so ein bisschen einen aktiveren Teil. Aber wir wollen natürlich nicht den Anfang des Games verpassen, deswegen gehen wir in den Venue-Shot und Abfahrt. Rennen nach oben. So, und wir haben sofort den ersten Flash. Zanzara muss da sofort rüber. Es ist so wild, Leute. Es ist einfach ab Level 1 immer auf die Schnauzen. Wir müssen schneller hochrennen. Ja. Achso, du bist noch am Kampf. Ja, gut, okay. Ja, das wollen wir aber schon hören, so ein bisschen. Ne? Das ist schon sehr, sehr schön. Cool, ich freue mich sehr. Eintracht tatsächlich mit dem Matchball dabei. Für sie eine absolute Sensation, hier mal einen Titel holen zu dürfen. 2 Jahre darauf hingearbeitet und jetzt vielleicht endlich die Möglichkeit. Ja, und ich meine, das Einzige, was sie dafür brauchten, ist wahrscheinlich einen der erfolgreichsten deutschen Spieler aller Zeiten, Power of Evil, im Worlds-Viertelfinale gestanden gegen Faker, in NA einiges erreicht und kommt dann tatsächlich in die erste deutsche Liga. Wäre natürlich aber auch eine Story, wenn ausgerechnet er Eintracht den ersten Titel beschert. Ja, auf deiner Seite war es auch fast eine Story, dass sie nicht die Playoffs hitten. So, ne? Also dieser Lower Bracket Run, der ist schon absolut fantastisch gewesen. Einer, der für die Geschichte ist. Mehr Practice Games. Ja, einfach Genius. Sich noch mehr. Ist jetzt tatsächlich wirklich ein Ding, ne? Oh, so. Da kam das dann nicht ganz durch. Also Level 2 ist hier das Wichtigste. Ja, also Alistar ist kein Champion auf Level 1. Ne? Das ist immer wieder so. Aber ja, also Practice Run, gerade bei den Worlds, immer wieder ein Thema gewesen. Wir erinnern uns an Cloud9, wir erinnern uns sogar G2. Die haben ja auch den Practice Run genommen, als sie im Finale waren. Geil, also die beiden der Supporter gehen sich hier auf den Sack. No, aber funktioniert für beide sehr, sehr gut. Der Vigo, den würde ich gerne mal so ein bisschen erklären wollen. Sie brauchen ja sehr, sehr viel Burst. Er hat das so ein bisschen, wer hilft ihm? Ja, Nico ist im Prinzip ein Champion, der, egal wie viele Items er hat, immer sehr gut darin ist, geschießt so auf 30-40% Leben zu bursten. Du hast ja generell mit Rail, Rumble, du hast so viel Burst-Damage. Die Chance, dass einer irgendwann einfach umkippt, ist relativ hoch. Aber wie wir schon angesprochen haben, ist die Frontline von 1, die ist doch ziemlich, ziemlich stabil. Und wenn Vigo diesen Reset halt nicht schnell genug bekommt, dann könnten die Fights tatsächlich ziemlich schwer werden. Und ein Problem, was wir auch immer wieder sehen bei Nico Midlane, ist, die fällt, je länger das Game geht, immer weiter behind im Farm, weil sie eben kein Midlaner ist, der einfach jede Wave sofort soaken kann. Oh, interessanter Play jetzt hier gegen Lilip. Das war ein schöner Bait hier mit dem Recoil. Ja, hat gut funktioniert. Hälfte seiner AP ist gone. Ignite allerdings rausgezogen.
Exhaust allerdings auch bei Lille. Ja, damit natürlich der Damage nicht vorhanden. Schöner Stun hier nochmal. Combo, aber denied. Na, Lille kommt sofort hier von der Seite dazu. Also hier ist ein ordentliches Geprügel. Die Jungler sind Kilometer entfernt. Die haben über die Toplane-Route gewählt. Level 3 nun da. Beide Supporter stürzen sich auf die ADCs. Ja, und Neon, ja, glaube ich, ein Autotech gerade gemisst. Boah, sehr schnelle Reaktion von Lilip, dass man da überhaupt noch Sums tradet, ist schon krass. Ja, fand ich auch. Also gute Reaktion auf jeden Fall. Rebel währenddessen allerdings eben aggressiver unterwegs. Ja, und du hast angesprochen, dieser Vigo. Ich finde, für mich passt er am ehesten zum Spielstil von Rebel, der normalerweise dieser Power Farmer ist. Ich fand den Jax da auch deutlich besser als den Bodybear. So, es sind einfach die Champions, wo Gold Sinn macht, sind die Champions, die ich von Rebel am meisten sehen will. Mhm. Und da ist Vigo natürlich einer der Kandidaten. Weil er halt einfach ein sehr, sehr gutes Scaling auch hinten raus hat. Ja. Toplane natürlich Vertigo, große Probleme anfangen gegen den Flammenwerfer. Super wichtig ist es aber, Neon hat keine Sums mehr. Und Sansara eröffnet jetzt gerade aus Base Richtung Botlane. SK versucht jetzt diese Wave hier reinzupushen. Und Sansara sagt sich, Wölfe, Krabbe, juckt mich alles nicht. Ich gehe straight Bot und guck hier für ein Play. Oh, ein Ward steht dann noch da. Könnte nerven. Oh, man rechnet damit. Funky bietet sich an. Stun ist schon da. Knock-up sitzt. Erster Flash raus. Betäubung ging noch durch. Sansara. Also, nee, er hat kein Flash. Ah, das ist der Early Flash. Ja, aber auf der anderen Seite trotzdem. Ich meine, du hast jetzt einen Flash von Limit bekommen und dafür was investiert? 5 Sekunden deiner Zeit vom Jungler? Das kostet aber relativ viel, weil Rebel kann jetzt einfach straight Richtung Krabbe moven und auch damit true, verliert ja. Sansara beide Krabben. Ist schon 10 CS behind. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen sich, den Grom wollen wir haben. Aber kein Smite bei Rebel, also den sollte Sansara securen können. Ja, deswegen will er hier auch, dass dieser Akku resettet. Das ist nicht so ganz so simpel in dem Moment, aber das Ziel ist es. Sansara wiederum denkt sich ja, okay, dann muss ich auch nicht smiten, wenn du nicht kommst. Und bekommt den hier. Ja, smart, weil jetzt hat er die Smite natürlich nur für sein nächstes Game-Up. Trotzdem Double Crab Start für Rebel. Kommt hier ahead, aber wenn wir eins gelernt haben in dieser Season, in dieser Series, dass Sansara es wirklich gar nicht juckt, wie viel Farm er hat. Ja. Also das ist ihm wirklich so egal. Und dass er immer wieder Engel findet. Ich finde, das ist auch wirklich dieses, was es ja irgendwie so brillant macht, was ich fand. Oh, warte mal ganz kurz, Neon, der muss aufpassen. Warum geht der denn nochmal ran? Kriegt da einiges an Schaden ab, aber kann reengagen. Nee, das ist so gefährlich. Limit kommt nochmal dazu. Das Q saß erst sehr, sehr spät. Clans nochmal gezogen. Jetzt sehr lange, was übel lange Range von Rell. Hätte ich nicht gedacht. Schöne Kombo hier nochmal von Power Beaver. Vertreibt hier beide. Das war ein wichtiger Disengage, damit Sansara so ein bisschen Luft zum Atmen hat. Ja, ich muss aber sagen, da habe ich es falsch eingeschätzt. Ich dachte, Neon würde da völlig oversteppen. Aber er kann tatsächlich diesen Re-Engage spielen. Funky verliert am Ende seinen Cleanse. Das Risiko allerdings die ganze Zeit natürlich schon hoch, weil sie haben keine Sums. Ja, und Sansara droppt jetzt wieder Tempo, um hier Botlane nochmal zu covern, um den Push zu saven. Damit die Botlane hier die Wave anständig durchkriegt. Die Frage ist, kriegt Limit das sogar getankt? Diven will man hier sicherlich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Lilip kann ihn aber einfach mit W wegdonnern. Und dadurch den Freeze im Zweifelsfall auflösen. Das Problem ist, Rell kann es buffern. Das heißt, sie kann ihn quasi queuen, wenn sie weggenockt wird. Ist das worth, ja? Und Sarah ist theoretisch zur Stelle. Betäubung ist raus. Der Sapling blockiert den Weg. Das ist genug Damage! Wow! Limit ist da komplett ans Limit gegangen. Aber das ist genau dieses Psychopathenplay von Sansara, was ich meine. Das hat keinen Sinn gemacht, dass er da noch Botlane war. Das ist... Wenn du dir das Regelbuch Jungle anguckst... Er kann nicht lesen. Oh, und er kann auch nicht lesen! Das, also das war nicht legal. Es ist so frech. Also den ADC hier noch zu punishen, was hat er getan? Es ist so frech. Aber genau dieses Level an Psychopathie, ist das Wort, musst du haben, damit du hier die Nase vorne hast in diesem Matchup, wo du halt einfach sonst krank outfarmt wirst vom Diego. Aber also, ihr wird outfarmt. Also ich meine, der ist, das ganze Gold ist auf Alistair, ne? Ja, also der ist 700 Gold, der hat jetzt 5er Boots gerusht. Und wird jetzt über die Map rennen. Ich finde, also Goldlead auf Supportern macht in den ersten 10-15 Minuten des Spiels einen kranken Unterschied. Das erste Item auf Supportern, Early Bootstrash, ist so wertvoll. Hallo. Wobei, das Q wird jetzt wehtun, oder? Nee. Aber ins Aftershock rein. Deswegen dachte ich, hat er gewartet. Kam das? Also wir wollen es jetzt nochmal unten sehen. Es ist... Ja, der macht zu wenig HP, er hat es nicht respektiert. Den Flash nicht respektet. Aber warum? Bap. Einfach komplettes Mobbing. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, er weiß ja auch, dass das Sache ist. Also, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Trotzdem jetzt hier Engage natürlich hier in die andere Richtung. Neon ist im ADC-Duell dead even, weil Kaiser hat nichts davon mitbekommen, was da Botlane passiert ist. Also, das war einfach nur Gold für Alistair, schreckt sich. Boah, der ist für Level 6, ich kann das nicht angucken.
Ja. Das ist furchtbar. Alistar ist hier der Carry. Support-Kaiser, man kennt's. Aber es ist natürlich cool. Also mit Alistar kann man auf jeden Fall arbeiten. Gerade wenn wirklich Sansara hier sich komplett Richtung Botlane konzentriert. Der Preis ist natürlich dann hier oben. Vertigo wird zwar CS verlieren. Aber es ist crazy, ne? Also Vertigo, der ja selber einen kranken Rumble spielt, kriegt den Counterpick, weiß genau, was Rumble kann und was er nicht kann, ja. Fällt trotzdem 30-20 CS behind. Ja, und ich meine, das macht diesen Pick halt eben gerade auf diesem IRL-Niveau so unglaublich stark, ne? Dass er halt eben diese Lane-Dominanz hat und dass diese etwas außergewöhnlicheren Picks, die man dagegen bräuchte, auf dem Niveau ungern gespielt werden, weil die Comps so kompliziert zu spielen wird dadurch, ne? Also spiel mal mit einem, was weiß ich, Fiddlesticks Top-Lane. So, ne, da ist ja einfach alles kaputt. So, und ja. Stattdessen sagst du dann, nee, wir picken mal Tank into Rumble. Du überlebst, aber nicht schön. Ja, und auch wenn der Cassandra 20-30 CS behind fällt, die Aufgabe, die er in diesem Team dann einfach haben wird, ist so huge. Nicht nur ist er tanky, sondern er kann ja auch mit seinem W so viel von dem Initial-Engage einfach denyen. Er kann vielleicht den Viego rausulten, dass er keinen Reset kriegt. Er kann die Nico rausulten. Er wird so viel Impact später haben, egal ob er jetzt 20-30 CS behind ist. Da stellt sich ja die Frage, wie viel macht wir nur auf der anderen Seite mit dem Gold-Lead? Ja, ich glaube, das ist auch genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Aber er akzeptiert hier gerade Weakside-Duty, wenn ich das jetzt interpretiert habe. Oder er spielt einfach viel Tempo-Recall. Actually hätte ich nicht gedacht, dass die ganze Wave dead ist, aber whatever. Midlane will ich auch kurz erwähnen, dass Diplex hier tatsächlich einen ganz guten CS-Lead hat. Das ist nicht so normal in dem Matchup. Hat er hier gut gespielt im Early und hat diesen Hextech-Alternator. Er spielt eben nicht dieses Archangel First, das heißt Diplex hier gerade viel stärker. Also ist ein wahnsinniger Unterschied, wenn du nicht Träne First rushen musst, sondern Action-Item. Müsste das nicht eigentlich schon der zweite Drake sein? Hat Rebel nicht vorhin Minute 5 Instant Drake gestartet? Nein, er hat den quasi nur mit dem Q berührt. Er hat die Krabbe gemacht. Ah, er hat ihn wieder gecancelt. Und hat den, okay. Genau, er hat den einfach nicht gemacht. So, Lilip muss natürlich diesen Bush hier so ein bisschen aufgeben. Auch diesen Pink Ward verlierst du. Rebel hat sich nämlich jetzt ja eben einmal unten gezeigt, wird er noch die Golems nehmen. Und jetzt ist das die letzte Wave, die SK in der Art und Weise anspielen sollte. Bei danach muss Vigo Topside seine Camps nehmen. Und für die, Topside-Objectives spielen. Ja. Topside hat man Weltklasse-Vision aktuell für SK, ne? Das heißt, der Botlane sollte jetzt erstmal nichts passieren. Betonung liegt auf sollte. Der hätte auch vor 5 Minuten nichts passieren sollen. Ja, aber ist actually true, ne? Also sie konnten hier diese Art eine Wave noch hart pushen, weil sie ja Maokai komplett sehen. Aber das auch eben eine dieser Stärken von Sansara, der sofort sagt, ich hole Double Pink Ward. Die müssen unten blind sein, weil nur dann kann ich halt eben in diese Botlane so aktiv reinspielen. Und der weiß natürlich auch, ja, Vigo hat Jobside-Camps ab, der wird da jetzt seine 300 Gold holen und die muss ich irgendwie auch kriegen. Und das geht am einfachsten über Kills. Ja. Oder Kill-Beteiligung. Ja, bisher ist aber noch keiner da. Neon jetzt auf dem Weg. Minion Wave wird schon in den Turret gecrashed. Der Brückische. Oh. Oh, guter Read aber von Neon. Ja, hat das trotzdem. Das, der hat mal höher gespielt. So gut scoutet, ist ja übel weird. Der hat mal höher gespielt. I love it. So, der Teleport kommt jetzt auch noch. Das heißt, Limit, du bist turbo-dead. Er will es aber spielen. Also er springt ja einmal raus, hat hier ein Schild zur Verfügung. Okay, und wir sehen es schon. Oh, Tower Aggro von Lilip sehr, sehr lang genommen. Das war aber ein terrible Dive, Mann. Das war kein Dive, glaube ich. Ja. Das war gerade Turret Aggro gefressen. Die Knight dürfte aber niemals reichen. Jetzt kommt der Captain dazu. Na, sagt sich Leute, so sieht eine Combo aus. Das erste Down und jetzt müsste Lilip auch ebenfalls fallen. Power Beam nimmt sogar noch die Turret Aggro. Er macht hier alles. So stark. Die haben den ersten Dive angetäuscht, geintet, damit sie dachten, wir sind safe. Und dann Talia Ult re-engage. Aber Neon fällt aber die Mitte auseinander. Ne? Stimmt wieder mit Flash, ja. Und normalerweise, Flash und Ult. Das Witzige ist ja, normalerweise ist Nico diejenige, die in diesem Matchup Waves droppt, um Plays zu machen. Und Power Beam sagt sich, I am the Nico now. Droppt allerdings fast 4 Platten. Ja, das war Arschvieh Gold. 600 immer noch vorne. Trotz, also Nico hat nichts gemacht. Na, aber tatsächlich 2 Kills Vorsprung. Ja, also hat er auch einfach die Lane im 1-on-1 ziemlich dominiert. Aber trotzdem, das ist unten ein Play, der muss doch gar nicht passieren. Also du überlebst diesen. Also erstmal war der erste Dive von Eintracht schon noch absolut Dogshit. Also das war es gar nicht. In der Kombination mit Maokai, Talia und Alistar kein CC zu layern, ist schon sehr, sehr enttäuschend. Aber dann wiederum SK, die halt dann unter dem Turm gehen, weil Limit die Chance sieht, Sansara zu killen. Das ist so zu viel. Der ist ja reingeflasht, aktiv mit seinem Q. Und dadurch hast du natürlich weniger Counterplay. Das ist so ungewohnt, weil die SK-Botlane, die war eigentlich immer so ein bisschen der Trumpf von SK. Aber wirken heute so echt platt. 0-4 aktueller Stand von ihm. Ja. Auf der anderen Seite muss Diplex halt das Ganze ausgleichen. Eher eine absolute Granate. Okay, das war pure Panik. Aber ich kann es verstehen.
wenn Rebel da in der Nähe ist. Aber Lilip war auch around, ne? Aber er. Ich meine, Lilip kann einmal kurz Nico weghalten. Der Viego kriegt die Kombo durch. Ja. Da bin ich aber auch tatsächlich gespannt. Also, wenn das die Matchup-Einschätzung vor Power of Evil ist, das ist ja okay, ne? Wenn er hier sagt, ey, ich kann hier nicht stehen, weil ansonsten sterbe ich, dann heißt es ja auch, dass er die Wave auf der Distanz annehmen muss. Das heißt, Nico wird jetzt die Uptime ihres Lebens haben, weil Power of Evil eben diese Zeit in die Botlane investiert hat. Und da habe ich echt Schiss vor. Oh, Achtung. Oh, jetzt versucht er sogar den Midlane-Dive und da seht ihr die Kombo. Deswegen hat er geflasht. Ja. Sehr stark gemacht von SK. Der Damage ist wirklich stupid, wenn der Root einmal sitzt. Apropos stupid, Funky holt hier die Botlane wieder ab. Schöner Flash, sofort hinterher. Funky mit dem zweiten Kill. Und es ist eine Bot-Diff. Und das hätte ich vor dieser Series nicht gedacht. Klar, das ist jetzt wieder Zanzara, der unten ist. Ich wollte gerade sagen, es ist auch eine Zanzara-Diff. Also. Es ist ein Botlane-Fokus-Diff, ne? Aber es stimmt. So. Ja. Das ist der beste Fokus. Neon und Limit schaffen es gerade nicht, diese eigentlich völlig idiotischen, aber deswegen so guten Ganks von Zanzara zu dodgen. Und das in dem Moment, wo sie selber mal ein Play machen. Sie machen mit in den Play, Botlane stirbt. Und das ärgert einen dann so sehr selbst. Ja. Und hier sehen wir erstmal das Midlane-Play. Oh, einfach clean gemacht, ne? Diesmal trifft die Plex. Ich glaube, es war sogar nur seine Ult. Läuft einfach nach vorne, da hast du original 0% Counterplay. Da hätte er übrigens auch mit Flash nicht überlebt, ne? Wobei du siehst, glaube ich, in Turret Range das Ding. Und hier nochmal, Neon hat seine E, glaube ich, nicht ganz ready. Aber hier ist das Flash Thema, warum stehen die da vorne? Eben habe ich es ja gesagt, das ist die letzte Wave, die sie so weit vorne annehmen müssen. Warum wollen sie diese Mini-Wave krampfhaft in den Turm kriegen? I don't get it. Ja, ist ein schöner Flash. Super wichtig. Vertigo muss jetzt hier alleine allerdings standhalten. Der hat halt richtig viel Leben. Hat allerdings nur Magieresistenz. Ist jetzt alleine. Aber kann da noch jemand hier durch die Gegend ziehen? Ist die Frage. Das ist kein Tor mehr. Das ist ja brilliant. Aber und der Damage! Oh, was ist das? Die eine Kombo fast. Also, wenn er die noch getroffen hätte für den Knockback, das wäre insane gewesen. 3 gegen 1, trotzdem noch ein Kill geholt. Ja, ist ein interessantes Game Design. Ja. Junge. Da haben tatsächlich die 6 Grubs mal einen Unterschied gemacht. Man sagt ja immer, diese Grubs machen nie irgendwas aus. Wenn man da die extra Grubs nicht hat, stirbt der Turm nicht so schnell und dann kriegt der Vertigo wahrscheinlich sogar 2 Kills. Aber ich find's frech, dass der nur im Air baut, also viel im Air baut, 1000 Gold behind ist und das spielen kann. Oh, Power of Evil hat ihn in den Turm gedrückt. Er hat immer noch Turret Agro, aber der Damage! Neon! Er hat ihn so gut eingeschätzt, holy shit. Komm doch mal davon, aber man muss dazu sagen, Neon da wieder volle Hütte rein in den Laden. Ja, aber der Dive war auch, also das war auch an sich schon ein Play, wo man sagen kann, du TPst in Tower Range auf eine Talia, die ich for free in den Tower knocken kann. Und ich glaube, wenn Neon da nicht... Hat sie überstanden. Ja, aber ich glaube, wenn Neon da nicht reingeht, dann stirbt einfach niemand. Das kann sein, ja. Ja, also war sehr, sehr, sehr viel Investment hier. Und es ist immer so eine ganz gefährliche Nummer. Man muss auch tatsächlich bei Nico sagen, dass hier natürlich irgendwann range-mäßig limitiert ist. Ne? Also wir haben es Faker gesehen, der dann immer wieder die krankesten Flanks findet, aber das ist unglaublich schwer. Also der Anspruch, einen Nico in Teamfight später zu piloten, ist an den Midlaner ganz, ganz weird. Wir sehen nochmal den Play. Hier kommt der TP. Keiner get it. Ne? Er deckt halt damit den Chase ab. Dass der so lange unterm Turm stehen kann. Und hier der Damage reicht immer aus von Nico. Neon ja, muss stimmt. Da nicht Neon rein. Muss da wirklich nicht nochmal rein, ja. Ist natürlich im Nachhinein leicht gesagt, in dem Moment sah es für uns ja auch nicht so aus. Oh, Limit. Der wird jetzt hier ewig lang festgehalten. Oh. Die Wurzel nicht stark. Optimal. Macht er gut. Und man muss auch nochmal dazu sagen, wenn Diplex eben nach dem TP Instant Flash und das mit Protobelt zu outplayen, ist es fein. Aber die Anzahl von Talia Ws, die heute getroffen haben, wo Spieler dachten, oh, den habe ich gesigned, ist wirklich sehr hoch. Insane, ja. Ne? Der Champion hat so viel Wert, einfach weil Menschen diesen Weg falsch einschätzen. Oh, jetzt die Rumble-Ult. Hat allerdings noch seine eigene Ult. Also kann ja noch einiges tanken. Knockback würde jetzt hier fallen. TP, na, kam da nochmal durch. Oh, schöner Dodge! Wenig Leben, aber er wird trotzdem abgefackelt werden. Und wir sehen die Resets von Rebel. Ja, vor allem so einen Maokai zu übernehmen, besonders eklig. Ja, auch Alistar hat er am Anfang gerade übernommen. Normalerweise ist Alistar genau der, der eigentlich nicht sterben soll, dank seiner Ult. Aber Lilip war da so out of position, dass es keinen Unterschied gemacht hat. Und wenn Viego einmal Alistar ist, ist der Fight gelaufen. Er probiert das Play, das Q war isoliert. Oh, und das Funky! Funky, die Maschine kriegt jetzt hier von Power Vive nochmal Hilfe. Und schon wieder setzt die Combo. Und jetzt ist es eine ADC-Diff, ne? Funky übernimmt Verantwortung mit richtig dicken Eiern. Geht da einfach rein. Das ist ein Play, den kennen wir von Apikaiser. Aber es war die AD-Variante. Und das ist natürlich jetzt das Game auf dem Kopf. Aber Achtung, Achtung! Oh, der hat so einen guten Game Instinct, ne? Der Power of Evil lässt sich hier nicht trappen, kommt nochmal raus. Krass. Aber es ist crazy. Ich hätte wirklich nach dem ersten Game niemals gedacht, dass eins hier mit einer
fairerweise sehr unterstützenden Jungle-Situation über Botlane Div diese Games gespielt. Hier sehen wir's nochmal. Die erste Rumble-Ult, die wir in diesem Game gesehen haben. Ne? Der hat auch gar nicht teilgenommen. Und hier wird der TP interrupted von Nico gegen Vertigo. Und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Aber dadurch können sie hier natürlich chasen, kriegen noch den Kill gegen Maokai. Ich glaube, Sansara hat aber auch gerade wirklich 1500 Damage von der Rumble-Ult gekriegt. Der ist da ganz entspannt reingesteppt, aber er hat ja einen Baum gepickt. Ja. Also normalerweise sollten sich Bäume nicht in Richtung Feuer bewegen. Und hier nochmal Funky, auch der Flash so wichtig, um Rebel W zu dodgen. Power of Evil zur Stelle. Huge. Absolut huge. Auch der W brillant, ne, gegen Rebel. Es ist alles gut, ne? Also die Carries von Eintracht Spandau sind da, aber der Deepplex auf der Nico, da habe ich ein Gefühl. Ich habe da auch tatsächlich Angst vor. Und es ist ja so crazy, weil der Stopwatch ready. Es Karten Goldlied. Oh, da ist aber Limit, der ist komplett down. Der wurde einfach gecatcht und dann aufgegessen. Und da sind wir noch gar nicht beim Thema, dass Rumble natürlich Ignite spielt. Ne? Also der musste jetzt quasi dahin latschen, weil er hatte keinen Teleport. Und dann passiert halt nichts. Boah, die Botlane von SK hier wirklich mit keinem guten Game. Nee. Man muss ja sagen, SK ist trotzdem 1000 Gold vorn. Ja. Das heißt, wie hätte dieses Game ausgesehen, wenn die Botlane von SK stabil gewesen wäre? Aber ich meine, du bist ja der, der es wahrscheinlich am besten vor uns einschätzen kann. Diese Dauerdruck, diese Dauergangs, du hast ja angesprochen, das sind dumme Gangs gefühlt. Aber du musst ja, also da nicht zu brechen, ist auch echt eine schwere Challenge. Es ist super schwer, klar. Achtung, Deplex. Ja, also. Sehr unauffällig auch. Ja, Cannon-Minion. Es ist schon die etwas wildere Variante. Da zum Beispiel hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, muss ich sagen. Auf so einen kleinen Scheiß noch zu achten. Ja, du musst halt die ganze Zeit Minions zählen, allein deswegen wird Nico gebannt. Ja, warte mal drauf, bis sie ein Ward ist. Was? Oder letztens, das krasse ist, eine Kalista W. Da kommt einfach so ein kleines Ding. Oh, so ein Ding. Kleiner Geist. Und dann auf einmal ich war richtig irritiert, der Anime-Midlaner hat die Raptoren gepult und die Jungle Nico ist als Raptor mit auf die Lane. Und ich, also mein Brain can't comprehend this. Also, du zählst ja auch nicht Raptors. Also... Oder kann ich sie auch in so eine Heilpflanze verwandeln? Nee, ne? Ja. Wirklich? Ja. Oh, da muss ich auch zählen. Das ist ja furchtbar. Ja, du musst einfach Mathe durchgespielt haben. Teleport-Play. Aber oh, Vertigo ein bisschen Schaden kassiert. Wait. Lip kommt von der Seite. Draken 20. Dabei sein. Okay. Rebel. Alles auf Rebel. Reicht das hier aus? HP verloren. Defensiv geultet. Das hier heißt, kommt die Blacks. Resets wird schwieriger. Das Minion ist scary. Das Scary River Minion. Ne, aber die Angst nicht groß. Das Dumme ist allerdings, solange Deplex ein Minion ist, ist ja von Mao Carol doch nicht hittable, ne? The fuck? Er ist ein Minion. Er ist von Abilities, die nur Champions CC nicht hittable. Das kann heißt, auch nicht ignited werden. Er kann aber gesmited werden. Ja. Oh, ist er dann tot? Er kriegt dann den Damage von Smite, ja. Nein, er kriegt doch nicht 900 Schaden. Doch. Ja, es ist so. Sogar true. Oh, das würde ich dann gern sehen von Sansara. Ja, deswegen bleibt er auch auf so viel Distance, weil er sich denkt, Alter, ich will nur die Ult dodgen. Das ist ja hohl. Okay, er hat seinen Klon nach vorne geschickt. Das ist wieder normal. Achtet mal bitte auf Rumble in den Fight, weil der hat eine Mega-Position. Er kann das so geil spielen hier. Der Blink ist da, jetzt kommt hier Pseudo-Deplex vorbei. Das ist so schwer zu spielen für eins. Er hat sich angerallt, die Wurzeln sind zur Stelle. Wenn nur wartet nur. Jetzt kommt er dazu. Rebel der hat den. Das direkt drauf. Powerbeam muss sich zurückziehen. Funky, so! Und er platzt noch auf 750 Gold Shutter und für den flankenden Venur. Jetzt platzt er auf. Vertigo muss sich zurückziehen. Oh, der Flash, Tristan! Deplex mit der Stopwatch. Wird er gepunished? Nein, Powerbeam zieht sich da zurück. Gleichste Reset. Oh, Rebel. Komm hier nochmal rein. Der Stunt sehr stark gemacht. Er kommt hinterher. Rebel, die Maschine. Aber es war, wie Johnny gesagt hat, der Rumble-Flank aus der Hölle. Boah, der Funky hat so komplett angezündet. Und ich glaube, er hatte Flash noch nicht wieder ready auf Kaiser. Ja. Also ehrlicherweise, der Damage ist auch einfach so crazy. Und da muss man auch sagen, also Rebel spielt eine verdammt cleane Kaiser. Also das war actually sehr, sehr schön zu sehen, wie er da übernimmt und dann auch einfach alles da in der richtigen Reihenfolge reindollert. Deplex tatsächlich nicht den Weg in den Fight reingefunden. Wir haben die Ultimate ja übel spät gesehen und er hat so viel Gold, aber der Rumble hat hier sein Goldlead in den Fight reinbekommen und die Topside von SK dominiert hier das Game nach Belieben. Und das war einfach ohne Viego-Ult, ne? Das waren einfach wirklich nur normale Übernahmen tatsächlich. Ja, er muss also, ja recht früh disengagen. Genau, er hat sich da zurückgezogen. Aber es sind auch geile Champions zum Übernehmen. Also bei Kaiser, ich meine, bei Kaiser würde ich auch mein Gesicht einfach auf die Tastatur hauen und das Q reicht dann. Achtet nochmal auf Funky hier. Ja, es bleibt weit hinten. Man hat auch keine Info auf dem Rumble. Jetzt steppt er nach vorne durch die Maokai-Ult. Wird, glaube ich, von der Rail-Kombo... Ja gut, er läuft in die Rail-Kombo rein. Wird von der Rail-Kombo komplett gehittet. Ja, nee, das ist nicht das darf dich nicht treffen. Also du weißt, auf die, egal, auch wenn du nicht weißt, wo Rumble ist, du weißt, auf die Rail-Kombo wird die Rumble-Ult kommen. Ja, ja. Du darfst den Fight erst betreten, wenn Rail-Ult und auch Rumble-Ult raus sind. Und
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hätte den Fight vielleicht dann sogar carry können, ja, wenn er später möglich, mit Ultra weil wir sehen ja Rebel hier, ne, der dann einfach die Verantwortung hat, hier dann auch sehr, sehr schön Pop Evils W dadurch dodge, dass er in die Ultimate geht. Das würde ich so viel mehr von SK sehen. Diese Carry-Jungler am heutigen Tag. Ich verstehe, dass man normalerweise sagt, All Eggs in the Neon Basket. Aber du kannst das 3 gegen 3 nicht matchen. Rebel ist ein viel, viel weniger gankaktiver Jungler. Und dann spielt es einfach so. Sagt die Botlane, ihr müsst heute einfach mal eine ganz bittere Pille schlucken. Chillt mal auf euer Leben und lasst die Topside übernehmen. Das funktioniert. Er ist ja wirklich gar nicht am Chillen und es klappt trotzdem. True, also die stehen 1-11 und sind Hardcore-Winning mit 5k Goldlead. Stabil. So muss ich das für dich also auch immer angefühlt haben bei Spandau und Fern. So, jetzt aber die Eröffnung, oh, tatsächlich. Rumble Ult auf wirklich wieder mehreren Leuten. Lilip kann das gerade noch so mit der eigenen Ult tanken. Krass. Und das ist eine Disengage, eine Talia Ult. Also die Wall nett gemeint. Ja, es geht jetzt einfach nur darum, Zeit von der Uhr runterzukriegen. Der Baron Buff tickt runter. Und bisher noch kein T2-Turret gefallen. Toplane auch eine dicke, dicke Wave. Also wenn man nur einen T2 verliert, wäre das noch eine akzeptable Bilanz. Man darf ja nicht vergessen, Nashbuff ist deutlich schwerer auszuspielen, wenn du keinen Teleport auf deinen Toplaner hast. Ne? Vor allem, weil Midlane ja auch auf Cooldown ist. Deswegen wartet man hier mit so vielen Units. Oder spielt halt eben so aggressiv an. Und Rebel ist derjenige, der halt dann eben die andere Wave anspielt. Aber der kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ja, den Power of Evil, den renne ich runter. Also so leicht geht's dann eben doch nicht. Ja, sie sind halt auch wirklich extrem low range. Also den Tower einfach so zu hitten. Gerade gegen Maokai, gegen Alistar, ist absolut unmöglich. Und aber damit bekommt SK nicht einen einzigen T2-Turret, trotz Baron. Aber sie haben halt die Drakes bekommen. Und das war ja eigentlich eine Frechheit. Ne? Also die Botlane stand 0-10 und die hatten 2 Drakes. Ja. Also das ist schon bodenlos. Und das bedeutet jetzt, du kannst die Soul haben bei Minute 16, obwohl du... Ja, 26, ne? So früh dann auch wieder nicht. Ja, 26, obwohl deine Botlane 1-11 steht. Also das fühlt schon, finde ich... bisschen wild an. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, hier sehen wir nochmal den Goldvergleich. Funky hat die ganze Kohle, das ist wirklich sehr, sehr nice. Ja. Aber kann er es in aber den muss Fight er gegen bringen? Zwei Solo-Lanes kämpfen, so, die gefeedet bis zum Anschlag sind. Und selbst Neon ist ja jetzt, der hat jetzt 10k. Das ist immer so weird. Die ADCs stehen irgendwie 1-5, 0-4 und ich denke mir mal, ja, vor dem hätte ich Angst. Er hat halt viele Platten bekommen, muss man sagen. Ja, bla bla. Und 7 Assists. Ja. Hat schon gute Gründe, ja. Es kommt aber deutlich schlechter in meiner Übertreibung weg. Ja. Und der einzige Kill war ein Shutdown. Ich hau dich. Ich habe eine Taste, da steht Caster Mute. Die trifft uns alle. Oha. Da steht Maxim Hauen. Maxim Hauen, da kommt so ein... So ein was war das? Die Blex ist wieder ein Minion, ich habe Angst. Hat Lilip gerade geflasht? Nee, ich glaube, es war Hexer geflasht, oder? Ah, das kann sein. So, jetzt die Frage. Zählt Vertigo mit? Weiß er das? Rebel? Oh, das Minion dreht ab. Jetzt versucht man Limit sehr, sehr tief drin. Er wird nochmal gerootet werden. Gar nicht da. Jetzt sehen wir schon, dass der Funky ordentlich AP verliert. D-Blex alleine ist in der Stopwatch. Müsste eigentlich jetzt gecatcht werden. Die Raketen funktioniert. Funky gut aufgeladen. Oh, da kommt er wieder runter zu. Er jagt das Team nur alleine. Du hast es gesagt. Er ist doch nicht da. Triple Kill für Power of Evil. Nettes Stopwatch, Bro, ist jetzt down. Oh. 5-0. Ace für 1, Drake obendrauf. Why? Mit 5k Disadvantage. Warum? Die kriegen noch Objective Bounty für den Drake, nachdem die gerade 5-0 geaced haben. Das zeigt, also sie sollten niemals einen Fight gewinnen. Aber guck dir das an, wo Rumble auf der Minimap ist. Wie soll der denn daran teilnehmen? Ja, man muss sagen, fairerweise wurde der Fight hier... Ja, aber Limit engaged doch. Ja, das war wirklich, also das war... Aber Funky spielt sich mal auch clean, ne? Flash die Rel-Ult. Glänzt dann am Ende des Tages die Nico-Ult, kann jetzt free-hitten. Rebel wird von Power of Evil komplett ops genommen. Der Fight ist wirklich, also das war vorne und hinten absolut gar nichts für SK. Wieder Talia W, der so nicht hitten sollte. Wieder Flash-Up auf einem ADC. Na, das stimmt nicht, da sehe ich noch einen kleinen weißen Strich. Nee, beim ADC. Nee, da war gerade noch Cooldown. Habe ich genau raufgeguckt. Ja, ich brauche hier einen Videobeweis. Kein Abseits. Keine kann das für bestätigen? Nee? Okay. Ja, nein, crazy. Wir müssen da Sola vertrauen. Crazy. So, jetzt ist es Gold dead even. Die haben gerade in einem Replay 5000 Gold auf Gold. Ja, ist doch geil. Aber die Verteilung ist immer trotzdem weird. Also die Verantwortung ist komplett bei Funky, was die Kohle angeht. Nein. Also die Talia hat gerade 3 Shutdowns bekommen. Ja, Power, wie wir jetzt auch back in the game. Eintracht Spandau ist einen Nash potenziell davon entfernt, dieses und damit auch ihr erstes Prime League Finale zu gewinnen. Der erste Titel in der noch leeren Trophäenschrank. In der Border League hat es überhaupt nicht geklappt. In League of Legends bisher auch nicht. War aber Top 4. War schon. War Top 4, aber davon kannst du auch nicht Top draus laufen. First try ist nicht bad. Ja.
Also, ja, wie seht ihr das denn? Ja, so ein Gewinn von Eintracht Spandau würden wir sich wahrscheinlich hier gönnen. Aber ist natürlich auf der anderen Seite auch, also Funky, mein Junge, ne? 3000 Gold wie fast. Nimmt hier wirklich... Aber er braucht so dringend Cleanse, mindestens. Eigentlich braucht er Flash und Cleanse. Ja. Weil der Fight gerade ohne Sams, selbst ohne Rumble, ist winning. Für ja. SK, wenn Funky da gewonnen wird. Sie dürfen keine Fights forcen. Und vielleicht ist das der Call für einen SK zu sagen, ey, Kaiser hat kein Cleanse, wir forcen hier den Nash. Also, wenn ich wie nur wäre, ich wäre ja so gigapissed. Ne? Also, ich würde mir einfach denken, Leute, der einzige Call, den es gibt, ist Wait for me. Und jetzt reicht sich natürlich, sie haben keinen Teleport. Das heißt, diese Botwave, wer geht sie beantworten? Das war gerade sehr aktiv. Man wird immer nervös wegen diesem Flash-Sound, ne? Aber ja. Es ist immer Hex. Das ist die Hex-Variante. Dann Zara, Lilith, beide die CC-Maschinen, Linie nach vorne, Nervwunde, Ende. Jetzt haben wir D-Black, der hat TP, er beantwortet unten, kurz zumindest Vertigo, der hat sich ja schon wieder verzogen. Das ist wieder ein Baron Call, der du kannst das, also du kannst hier keinen Nash machen als 1. Erstens hat Funky immer noch keine Flash und du exposed deine Backline so krank zu diesem Rel-Flank, zu diesem Nico-Flank. Nash zu starten ist für 1 in diesem Game auf Red Side, glaube ich, kein Ding. Blue Side wäre ein anderes Ding, aber du bist zu offen. Und du hast auch einfach so eklige Spots da, ne? Dieser Nash hilft ja auch nicht mit diesen zwei kurzen Shotpoints, wo Rumble einfach sagt, haha, ich treffe beide. Also das ist schon super eklig. Ich glaube, fairerweise ist jede Baron-Variante OP für Rumble, jetzt wo ich drüber nachdenke. Hier, also, hier haben sie zwei Ausgänge, die beide brennen. Ist wahrscheinlich also sogar noch der beste Nash gegen Rumble. Wahrscheinlich wenn schon, ich so ja drüber nachdenke. Was auch, ja, ja. Er soll ja auch gut sein bei Objectives. Mit, Das ist ein TP, um D-Black zu erwischen. Er hat beide einen Tag gestanden, Power V-Blood kassiert, aber das war die gesamte Combo. Nach dem Root kam kein Q. Er müsste theoretisch abgeholt werden. Er wird entführt auf die andere Seite. Man kämpft jetzt da am Drachen. Der Burst! Der spielt das so gut! Neon hat ihn einfach durchrasiert und SK sagt, nein, wir wollen das 2:2 holen. Lillibier alleine ist hier bereits down. Und damit natürlich ein bisschen Nash. Zeit für den Nash-Erkauf. Ey, das aber ist einfach Nash. D-Plex ist ja so ein Godlike-Gamer, ne? Man unterschätzt das, der war ja auch in NA, ne? Der hat ja auch schon NALCS gespielt. Der war einer dieser ganz, ganz großen deutschen Midlane-Hoffnungen wieder. Viele haben von ihm, von Nachfolger von Power of Evil gesprochen. Und das war gerade sein Play. Also auch da noch über Drake Pit rüber, dann da auch noch gesidesteppt. Und das ist ein Free Nash. Und man wollte eben diesen fehlenden zweiten TP abusen. Der Play ist an sich cool, aber nicht in den Nico rein. Nope. Baron Buff kann jetzt hier genommen werden. Das heißt für SK die Möglichkeit, jetzt weitere Türme zu nehmen. Das hat vor uns nicht so gut geklappt. Aber ich denke, die Äußeren sollten jetzt langsam fallen. Und Nico Level 18. Also D-Plex ist so gut, Mann. Aber kein Flash jetzt auf Nico. Das nimmt natürlich ein bisschen Playpotenzial raus. Ja, das TP. Wenn er nicht in Range ist von D-Plex, sieht es anders aus. Aber gutes Timing auch. Boah, wir wird fast gewonshottet und dann wunderschön getimtes Stopwatch. Ist einfach alles clean. Flash. Und dann versucht Vertigo noch das Beste rauszuholen. Powerbee wird auch ganz knapp noch von Neon gewonshottet. Hang. Das sieht so brutal aus. Und Diplex spielt das mit dem Busch und mit seinem B-Spell einfach giga clean. Aber trotzdem stellt sich für mich die Frage, wenn du eine Fett Kaiser hast, die hat Summoner ab, musst du dann dieses Sideline-Play forcen? Oder gewinnst halt du nicht einfach Fights? Ganz normal. Ja. Ja, ja, doch. Ah, die Dips, ey. Holy shit. Das ist eine Tour de France-Etappe, aber halt eine Königs-Etappe. Musst du zwischendurch das Fahrrad ablegen, auf den Rücken schneiden und hochklettern. Ja, ja. Ist schon sehr unangenehm. Sehr gut gestartet, jetzt von 1. Soul Point für SK. Neon allerdings kein Flash. Okay, sie haben den Drake und sie kommen, glaube ich, auch einfach raus. Ja. Simpel gelöst. Wahrscheinlich auch einfach noch nicht in Position gewesen wegen dem Nash, den man genommen hat. Der negative Nash-Powerplay sind ja heute unser ständiger Begleiter. Also, ja, wäre nicht das erste Mal, aber jetzt, wir erinnern uns, genau die Situation hatten wir doch schon mal. Botlane Siegen mit 4 Mann. Gucken wir mal. Ja, müssen wir den Rumble natürlich sofort zur Stelle. Rotation erfolgt, aber von D-Blake nach oben. Er hat das DP. Kann bei Bedarf helfen. Ein geiler Flank Ward ist in der Nähe des Blue Buffs. Ich glaube, die werden wieder original nichts kriegen mit dem Nash. Nein, die eine Wave haben sie noch. Ja, ist auch geil, wie er so ein fetter Männchen ist auf der Minimap. Alter, der ist aber riesig. Ich dachte kurz, du meinst mich. Aber nee, also D-Plex rotiert jetzt weiter zur Top-Lane, Top-Tier 2. Aber also diese limitierte Range sorgt dafür, dass wir jetzt wieder beim Thema sind. Ja, die müssen einfach nur Soul holen. Ja, aber da musst du für Soul leider ready sein. Und jetzt warten wir hier wieder 4 Minuten auf gar nichts.
Ja, sie bleiben vorsichtig. Ich kann das auf jeden Fall verstehen. Oh, der Flank. Funky, du hast da keine Freunde. Da in den Weg stellen. Er ist ewig lang. Sie sieht Flash noch auf die andere Seite. Also er lebt noch die Wall, um quasi die Basis zu retten. Und mehr oder weniger den eigenen Support verkauft. Gute Disengage. Oh, Rebel war noch gerootet. Okay, nur der Supporter ist tot. Das ist vermutlich defendable. Absolut geiler Flank. Ist die Frage, ob man da so hoch die Wave überhaupt annehmen sollte, wenn man keine Sideline Vision oder keine River Vision hat. Nicht mal River, sondern einfach Push Vision. Aber es ist so krass, wie heftig dieser CC-Tickrate ist, weil Funky wird ja auf Frame genau nonstop gedonnert haben mit seinem Flash und er hat sich trotzdem die ganze Zeit nicht bewegt. Aber jetzt muss man aufpassen. Vive ebenfalls rausgeflasht. Sansara kann jetzt tatsächlich noch einiges abtankt hier ohne Ende. Jetzt kommt die nächste Frontline dazu. Vertigo bemüht sich. Damage von Funky noch nicht wirklich da. Oh, der Knockback! Das ist ein wichtiger Knockback. Will nur jetzt hier auf dem Präsentierzeller. Wird auch gefinished. Und die Frage ist, kann man hinterherjagen? Funky noch keine Ultimate. D-Blex, giga low. Kaiser ult in 5 Sekunden wieder ready. Der versteckt sich hier als Minion. Na, rennt jetzt hier einfach davon. Vielleicht in die nächste Wave. Das ist die Frage. Ja, das wird hier rauskommen. Den wird man hier ohne Probleme bekommen. Das ist ja krass. Also eine Masterclass von Power of Evil, was den Damage angeht. Ich glaube, oh, anders? Nee. Hey, das wäre krass. Einfach so ein Q da reinballern? Ah. Also, aber ich glaube, er hat auch einfach Angst, da reinzulaufen und gewonnen. Ja, Facetang ist GG, ne? War das der Damage von Funky oder war das echt alles Power of Evil? Ich glaube, es war 50-50, ehrlich gesagt. Okay. Ja, schauen wir uns das nochmal an. Also, so in der Theorie ist das hier völlig in Ordnung. Du scarst Power of Evil, kriegst den Flash und jetzt werden sie auf Distance einfach komplett vermöbelt die ganze Zeit, ne? Das ist die erste Rotation von Power of Evil. Die sind schon ordentlich. So, jetzt kommt Funky dazu, macht sein Damage hier auf Rebel. Der geht Half-Life. Der nächste Knockback. Der war auch frech, der war frech. Boah. Die Talia-Knockbacks kann keiner berechnen. Es ist ja absolut krass. Krass. Also der Champion muss, glaube ich, einfach... Ich glaube, beide Teams würden sich gefallen tun, wenn sie einfach sagen, yo, wir global banden jetzt. Weil, also... Das ja, aber dafür gibt es ja die Blue Side, ne? Ja. Actually true, ja. SK hatte die Chance, haben sich für den Rumble entschieden. Ja, was auch ehrlicherweise wahrscheinlich richtig ist. Aber Power of Evil echt auch hier wieder mit viel Impact. Und es ist ein 6000 Gold für SK, aber es fühlt sich nicht so an. Nee. Fullbild jetzt auf Funky, hat sich sogar nochmal einen Skimitar geholt. Nächste Combo, Limit ist schon mal tot, also der kommt hier niemals raus. Die Frage ist, wie groß ist sein Verlust? Er musste Facechecken, er hat den Ward platziert, der ist jetzt gone. Er musste Turret da nicht Facechecken. Die haben keinen Wave da hier. Ist nicht mal ein Nash up. In seinem Gehirn der musste er da überhaupt nicht sein. Rumble ult, nevermind, die haben sogar eine Menge Wave hier. Aber juckt es eins oder Facechecken die das einmal, ist die Frage. Die kriegen schon wieder Objective Bounty. Ja, können sie doch gönnen. Das macht aber auch keinen Sinn, dass du zu dem Zeitpunkt Objective Bounties kriegst. Ist doch so Unsinn. Aber, naja. Also dein ADC steht 10-1-7 und du kriegst die ganze Zeit Objective Bounties. Naja. Aber ich meine, er ist jetzt gecapped, ne? Er hat jetzt Fullbild, was mehr passiert nicht. Ja, verkauft doch eh wieder Boot. Ich kenn ihn doch. Okay, eine Minute auf Drake. War das jetzt wieder der klassische Mistake? Das Eklige ist, du hast eine Minute auf Drake und auf Nash. Und für SK ist es eine Soul, für 1 nicht. Das heißt, SK hat jetzt Optionen, ne? Sie können sich entscheiden. Also 1 muss den Botside River einnehmen. SK kann dann aber einfach sagen, cool, dann gehen wir Richtung Nash. Ja, aber also, der Nash ist so giga fucking useless. Die haben jetzt 2 Nash gehabt und einmal... Also da hat Johnny brutal recht, muss man sagen. Auch wieder true. Aber es kotzt mich so an, dass die jetzt in Topside gehen und da Vision setzen. Ja, aber wenn du die Wahl hast zwischen Drake Contesten und Nash gehen, dann nimmst du trotzdem Nash. Also... Das ist ein TP. Fürs Tempo. Aber wo ist denn SK? Also... SK hat jetzt einen Tempo-Vorteil gehabt, konnten eine Minute vorher die Area einnehmen und stehen jetzt aber dann doch auf dem... Oh, das war aber ordentlich, what? Kein Flash auf Funky, auch ganz wichtig. Funky hier im dritten der AP verloren, wegen so einem kleinen Kackspell. Lilip schaut. So, Limit ist jetzt einmal reingegangen. Der, oh mein Gott! D-Blex mit dem Aber Funky ist alive. Holt, aber sie sind noch am Leben. Funky mit dem ersten. Finish ihn. Könnte jetzt mit der Ult theoretisch doch herkommen. Wird jetzt hier abgefangen. Oh, der aber hier kommt Rebel. Reicht das? Ist es das? Shit, reicht das auf? Wenn nur immer noch mit dem Flammenwerfer zur Stelle. Hat Schaden ohne Ende. Die müssen das immer noch respekten. Power Weevil wartet auf die nächste Combo. Wo bleibt der Knockback? Rebel. Oh, der Knockback. Oh, wenn nur. Das war's. Sie haben eine Wave. Sie haben eine Wave, aber sie haben kaum HP. Rebel könnte versuchen, die Wave zu clearen. Ist das ein End? Ist das ein End? Rebel alive. Oh, schon wieder Rebel. Aber er kann nicht erst finish. Rebel down! Ist das gelb? TP kommt raus! Es muss TP. Reicht das? Es muss das gelb sein. Es sind noch ewig Zeit. 10 Sekunden auf Limit. Der kann die Wave clearen. Das ist kein End. Das ist kein End. Das ist kein End. Wie soll der denn die Wave clearen? Das ist kein End. Das ist eine Rave. Das ist kein End. Die haben einen Cannon-Minion.
10 Sekunden auf Deflex. Auf 10. Doch, die können das enden. Ist das die müssen, Game? Oder? Das ist kein Game. Das ist kein Game. Das ist kein Game. Das ist kein Game. Der will die Minions weghalten. Der hält einfach das Cannon-Minion weg. Sie können nicht auf die Türme gehen. Der kauft jetzt nochmal wichtige Sekunden. Okay, wie lange so der durchhält. Clear Daddy Wave. I get it. Er nimmt sein Face. Er cleart gar kein Minion, sondern er nimmt die Wave und tut sie woanders hin. Er ist der Minion. Aber nee. Eins bekommt jetzt Nash und Drake. Und Neon kriegt einen Report nach dem Game. Weil, also das war Turbo. Okay, müssen wir uns angucken, ja, was passiert. Nee. Also, achte nur auf Neon unten rechts. Ja. Der wollte zum Hero werden. Und ich denke mir, wenn du als ADC 1-10 stehst, dann hitte einfach Front to Back. Ja. Weil look at him. Noch sieht das gut aus. Jetzt sieht immer noch... Ey. Ja. Da war Lilip. Und da war 4 CC. Er hat zwei Leute gesohnt, den ganzen Fight über. Na? Oh, die Combo war traurig. Aber scheißegal, Lilip ist da. Ja. Ja. Also, ich meine, wenn er einfach links ist und hilft... Macht der mehr, no? Ja, ist ein Punkt. Aber auch starkes Spiel von Lilip, ne? Mit dem Insta-Flash-Q muss man ihm wirklich lassen. Ja, es war auch vor allem, dass er Neon aus der Wand gerumpelt hat, ne? Also so, for some reason hat SK Soul bekommen. Oh, ist das eine Star Wars Storyline? For some reason Palpatine returns und wir haben Soul? Nee. Ja, also SK hat quasi auf den verpassten Finish in Unterzahl Ocean Drake bekommen. Die sind sofort hingerannt, nachdem sie wieder belebt wurden. Ist das worth für Eintracht hier? Ist das sie haben gesehen, zweimal in zweimal ist nichts passiert. Der Limit testet meine mentalen Kapazitäten für Inter. Der ist 0-11. Ja, lass den mal kochen, lass den mal kochen. Let him cook. Wait, die wissen das. Die wissen das, warum wissen die das? Die das sind am, die sind am Ghost. Johnny, hast du keinen Delay drin? Guck dir deinen Stream. Why? How? So, ich glaube, anscheinend hat er sich irgendwie trotzdem gezeigt. Also es dauert ein bisschen, ehe er verprügelt wird, ne? Also man sieht, die Tankiness ist schon illegal. Wie lange dauert das? So! Sie haben es geschafft! Aber wie? Weiß ich gar nicht. Okay, ich bin auch völlig überfragt. Ich weiß nicht, ob dein Spell hingeflogen ist. Also war das so ein Moment, wo so ein Power-Fever einfach da sitzt und sagt, ich spüre eine Veränderung der Macht. Das wäre so krank. Das wäre wirklich einfach krank. Oh, wir haben da vor 2013, hat da mal jemand getrappt? Der Limit, der versteckt sich jedes Mal da oben. So, und jetzt hat man sich entschlossen, Neon einfach zu sagen, du bist jetzt Bildpusher. Und ich glaube, das ist ein Ding, wo er jetzt auch ein Recaller werden muss. Ja, aber ohne Limit kann man eh nicht fighten. 15 oh, Sekunden, die Flash Engage! Sofort einmal drauf, aber Rebel ist tanky. Die Kombo sitzt aber schon wieder. Diese Talia, Paufibel macht das so gut. D-Blex mit langsamer Flanke. Und jetzt muss Neon carry. 1 gegen 1, er beholt ihn. Neon macht das wirklich sehr, sehr gut. Er kommt da hinterher. Jetzt gibt's wenig Damage. Powerweave ist der Einzige, der noch eine Kombo hier kommt kann. Limit. Der aber hat doch meine Gage. Neon, der heilt sich übelst. Get out, so. Get out, get out, get Ende. Out. Zantara schafft das niemals. Das ist gut kommt für jetzt hier das mit einer leichten fightable. Kombo. Oh, was macht der denn? Oh, das reicht für den Rumble allerdings aus. Der ist down. Das ist wichtig. Die Frage ist, schafft man Neon oder nicht? Der ist immer Vertigo! Noch am Leben. Zack, da ist er down und er kämpft. Alter, gestern. Das ist es! Das ist es! Das muss es sein! Der muss das jetzt alle reicht das? Hin. Eins! Das ist Game! 600 Eins gewinnt das Finale! So, er tankt wait, immer noch mit seinem wait, Gesicht. Wait, 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 das ist over! 10 das Sekunden! Ist, ist das? Nein, das also, ist nicht over! Das ist nicht over! Das ist nicht over! Es ist nicht vorbei! Passt, da ist nicht over! Ist nicht over! 8 Sekunden! 7 Sekunden! 6, er macht 0 Damage! Ist das over? 4, 3, 2, 1, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Niemals reicht das. Das kann nicht reichen. Das kann nicht reichen. Vertigo! Oh mein Gott! Mach die Scheiße! Bin ich die Scheiße! Oh mein Gott! Das ist unglaublich! Der Nexus steht! D-Flex ulti die Wave! Eintracht Spandau ist immer noch nicht durch! Alter! Was braucht dieser Verein, um einen Titel zu holen? Ey, das ist wirklich cursed. Und wenn die jetzt nicht gewinnen, dann ist das ein Screenshot, der durch Twitter warte, geht. Aber warte mal, wir haben TP. Okay, zwei TPs sind da. Oh mein die, Gott. Da ist der Ward. Das ist der Ward, der den potenziellen Untergang bricht. Er wurde gerade also gepickt. Mental bricht gerade eine ganze Stadt. Wenn das nicht reichen sollte. Wir gucken uns den Fight nochmal an. Den hat Neon gesmurft. Flash Engage of Rebel. Übel. Holt viel Übel. Zeit raus, ne? Triple no CC von Nico. Super viel Damage von Rumble. Funky flasht raus. Und jetzt achtet auf Neon. Geht nach vorne. Funky vielleicht einen Stack zu früh drin. Schöner Flash von Neon, kriegt den ersten, holt sich den zweiten, bleibt lange am Leben. Und dann dachte ich hier, dass Limit mehr machen könnte. Stattdessen ist es allerdings wie nur, der engaged wird hier von Vertigo. Und wie ist der Power of Evil hier? Wie ist der Power of Evil hier?
Das ist, glaube ich, Neon, ne? Ich glaube, er schafft jetzt eine Combo. Und dann wird er, glaube ich, nochmal von Limit CC'd. Boah, das sind zwei Autos. Ja, das Lethal Tempo ist geprockt, deswegen ist die Range da. Ah, okay, I see it. I see it. Vertigo's Ult läuft leider aus, weswegen er nicht mehr so viel AD hat, ne? Boah, also ich höre meinen Herzschlag, spüre ich immer... Das Ding ist halt, er hat 72 Turret-Shots dann auch getankt. Das war, glaube ich, auch nicht worth. Na, er war ja extrem lange bei dem ersten Aber das Turm. Ist dann wieder dieses Mathe-Ding, ne? Wo du am Ende nochmal drei Frames raussuchst, wo sonst was ist. Ich dachte, es reicht. Und du hattest sofort das Gefühl, das reicht nicht als 5 Sekunden auf Vigo. Und ich denke, ich soll den killen, aber... Boy, oh boy. Also, Giga Open Nexus. Talia hat eine Ultimate, mit der sie überwindet. Ja, also mit der Wand überwinden SK kann. Dürfen hier eigentlich die Base nicht verlassen. Haben aber auch jetzt eine Minute lang keinen Grund dazu. Das Problem ist, der obere Inhib, der ist in einer Minute noch nicht wieder da. Das heißt, wir haben hier einen richtig, richtig fetten Backdoor-Angle für eins, weil SK können den Elder Drake nicht droppen. Die müssen den Elder Drake contesten. Boah. Wir haben dann aber eine Situation, wo Power of Evil in die Base ulten kann. Und da sieht man, dass der Typ 200 Jahre League of Legends spielt. Er hat auf Yellow Trinket gewechselt, damit er in die Base ulten warden kann, damit Vertigo rein tippen kann. Es ist so illegal. Es ist so richtig, dass du es hier auch natürlich nochmal highlightest. Funky wiederum natürlich keine Boots mehr, das sind wir von ihm mittlerweile gewohnt. Lilip ist auf Tuchfühlung. Der will einfach nur Wards in Richtung Enemy Base kriegen. Und das Problem ist, ich muss seit 20 Minuten pissen, ja? Und es wird nicht besser. 45 sind wir mittlerweile hier drin. Alter, das ist das Durchschnittsalter dieses Castle, das ist nicht gut. Aber also, SK hat doch, wenn man jetzt spieltheoretisch vorgeht, haben die doch kein Play mehr. Nee, die haben kein Play. Eins aber läuft zum Elder. Ja, aber... Sie müssen contesten. Aber... Talia ult in die Base. TP. Das ist der Schock. Das ist der Schock. Der Moment, wo einfach der Nexus nicht gefallen ist. Es ist wirklich hart. Und jetzt kommen wir Richtung Elder. Und oben, Double Super Mini Wave. Achtet auf Power of Evil auf dem Minimap. Und das ist die Sicht von SK. Das ist ein Horrorfilm. Ja, sie können da gar nicht reingucken. Wenn Rebel das zielt, dann gehe ich nach Hause. Oh, oh. Dann gehe ich nach Hause. Kommt von der Seite. Wenn er das zielt, ist auch TP der Fight kommt raus. Achtung, Double TP. Aber das ist zu früh. Ist das ein Backcore? Das ist zu früh. Leon kommt nicht in die Base. Lilith nervt hier ohne Ende. Aber der Elder Drake könnte parallel dazu gemacht. Oh, die Kombo hat gesessen. Die Blade. Aber das ist... Sie haben Elder! Sie haben Elder! Vertigo! Jetzt hier alleine! Das soll es gewesen sein! Na! Beruhig dich! Das ist es! Das ist es! Das ist es! Eintracht Spandau! Holt sich den Titel! Mit dem Backdoor! Zweier Anlauf für diesen Moment! Respekt! Alter! Scheiße, was für ein Game. Und den letzten Auto-Attack hat der Tristan gemacht. Alter. Die letzten 50 Gold mit 1000 AP. Ich fass es nicht. Besser hätte es nicht laufen können. Ein riesen Kompliment an Eintracht Spandau. Diese Org ist endlich da, wo sie immer sein wollte. Aber sie haben sich sowas von verdient. Den Playoff-Run. Ja, da kann man mal reinhören. Best! Wow. Das war krass. Ich glaube, man hört sogar unsere Mics eh noch. Das kann man nicht muten. Es ist absolut crazy, Leute. Es ist... Scheiße. Also die Stimmung hier vor Ort war der absolute Wahnsinn, aber ich glaube, die Stimmung jetzt bei der Eintracht ist natürlich auch crazy. Der erste Pokal, die Frage ist so, kann man aus dem trinken? Ja, der ist löchrig. Ich glaube, der ist einfach hässlich, oder? Das ist, glaube ich, wieder so ein Award. Ich glaube, du bist hässlich. So. Nee, ich glaube, der ist also für Eintracht ist das der schönste Pokal der Welt gerade. Wahrscheinlich, ja. Also das juckt die gar nicht.